Herzlich willkommen in der Zahnarztpraxis Eigelstein. Wie der Name schon sagt, ist die Praxis in unmittelbarer Nähe zur Eigelstein-Torburg, die hier vorne ist. Die Praxis befindet sich hier in diesem Gebäude, komplett im ersten Stock. Der Eigelstein ist eines der ältesten Kölner Viertel, sehr zentral gelegen. Hauptbahnhof ist in die Richtung 5 Minuten zu Fuß entfernt. Eigelstein ist hier vorne ein sehr belebter Platz, nette Nachbarschaft, sehr große Wohlfühlatmosphäre. Ich zeige euch einfach mal die Praxis, nehme euch jetzt mal mit rein. Jetzt sind wir in der Praxis an der Rezeption. Hallo Elke. Hallo. Elke ist einer von 2 Rezeptionistinnen bei uns. An der Rezeption findet Patientenannahme statt, Telefon wie jetzt gerade, Patienten, die irgendwelche Belange haben, klären wir alles hier vorne. Ganz wichtig, unser Motto, Lachen. Wir wollen den Patienten ein Lachen aufs Gesicht zaubern und wie gesagt, wir freuen uns, wenn uns das Lachen dann auch entgegenschlägt nach der Behandlung. Wir sind insgesamt mit 3 Behandlern hier. Ich habe 2 angestellte Zahnärztinnen, die Frau Dr. Klambach und die Frau Dr. Scharfenberg. Die Frau Dr. Scharfenberg ist seit 2 Jahren bei uns, hat unser Team komplettiert, wo wir sehr stolz und froh drüber sind. Arbeitet nebenbei noch an der Uni Köln, ist dort als Dozentin tätig. Hat den Tätigkeitsschwerpunkt Parodontologie, Kinderzahnheilkunde, Endodontie. Endodontie ist Wurzelkanalbehandlung, macht sie ganz toll, liebt sie. Die Larissa, meine andere Kollegin, ist eine recht erfahrene Zahnärztin schon. Ich glaube, ist seit 15 Jahren schon in dem Beruf tätig. Hat ähnliche Schwerpunkte, macht jetzt gerade ihr Curriculum. Curriculum ist quasi so ein Postgraduiertenstudium nochmal im Bereich ästhetische Zahnheilkunde, was natürlich hier auch immer schön ist, wenn wir immer noch mal was Neues den Patienten anbieten können. Ich bin hier in der Praxis zuständig für Implantologie. Ich versuche im Bereich Zahnersatz alles darzustellen und zu planen. Wie gesagt, wir haben ein eigenes Labor noch hier in der Praxis. Gucken wir uns gleich mal eben an, sodass wir alles, was im Bereich Zahnmedizin anfällt, hier im Haus darstellen können. Ganz wichtig, was wir auch durch postgraduierten Studium nochmal dazugenommen haben, ist der Bereich Kieferorthopädie. Wir bieten an Kieferorthopädie für Kinder, Erwachsene. Wir bieten es sowohl festsitzend an als auch herausnehmbar für Kinder. Und bei Erwachsenen natürlich die Aligner-Behandlung. Können wir hier mal ganz kurz zeigen an einem Modell. Hier ist unser Modellkasten, das ist immer ganz schön. Da kannst du dem Patienten auch mal in die Hand geben. Kannst du ein paar Sachen erklären mit verschiedenen Techniken. Und dann haben wir hier ein Modell, wo wir das dem Patienten mal zeigen können, dass das Kieferorthopädie-Schienen sind, die Patienten dann eben tragen und womit die Behandlung sehr, sehr gut und sehr vorhersehbar zu planen und durchzuführen ist. Was eben für uns hier in der Praxis ganz wichtig ist, dass wir in Ruhe alles erledigen können. Wir haben genug Platz, wir haben genug Fläche, wir nehmen uns genug Zeit für die Patienten und ja, das kriegen wir auch immer honoriert, dass die Patienten sich sehr wohlfühlen hier. Okay, also wir gehen mal weiter in die hinteren Räume. Also hier wird gearbeitet. Das hier ist unser, ja, unsere neueste Errungenschaft quasi, die Sabine und die Sophia, die sind hier gerade fleißig dran und machen eine Krone. Wir sind eine digital ausgestattete Praxis und können Zahnersatz selber hier im Haus herstellen. Einmal durch unser Eigenlabor und einmal eben auch dadurch, dass wir verschiedene Scanner haben. Das ist ein Zerrgerät zum Beispiel. Mit diesem Zerrgerät können wir abdruckfrei an den Patienten arbeiten. Das heißt, es gibt keine Abformung mehr, sondern es wird gescannt mit dieser Kamera. Die Daten werden im Computer umgearbeitet. Zahnersatz wird direkt erstellt, wird hier durch dieses Gerät gefräst und dann wird die fertige, ja, Konstruktion quasi hier in einem Brennofen nachgebrannt, sodass der Patient innerhalb von, ich würde sagen, 2 Stunden, oder? Ungefähr, kann er vom ersten, ja, Betäuben bis zur fertigen Krone hier in der Praxis die Zeit verbringen und geht danach raus und muss nicht mehr wiederkommen. Also wir ersparen dem Patienten eine 2. Sitzung, der muss kein Provisorium haben, der muss nicht nochmal eine Anästhesie haben, wird durch uns hervorragend unterhalten und ist glücklich danach. Hoffen wir. Was hier arbeitet, ist ansonsten ein 3D-Drucker. Davon haben wir 2 Stück, einen Filamentdrucker, einen Resindrucker.
Damit können wir unter anderem Modelle erstellen, so wie dieses. Das heißt, wenn wir Patienten haben für Kieferorthopädie-Maßnahmen, können wir die entweder hiermit scannen oder hiermit. Das ist ganz schön, das ist portabel. Das heißt, ich kann in jedes Zimmer gehen, dort einmal ganz kurz eine Aufnahme machen von dem Gebiss und die Daten können dann hier im Computer umgearbeitet werden und dann können wir hier auch über Nacht mehrere Modelle drucken lassen, sodass wir dann am nächsten Tag die ganzen Modelle weiter bearbeiten können. Für den Patienten ein super Service, weil es eben relativ schnell geht. Wir brauchen keine Abdrücke mehr oder in vielen Fällen zumindest nicht mehr und ja, macht auch Spaß für das ganze Team, damit zu arbeiten. Dürfen wir mal kurz reinkommen? Ja, klar. Super. Danke. Die Dagmar ist unsere ZMP, das heißt zahnmedizinische Prophylaxekraft. Hier in dem Zimmer finden professionelle Zahnreinigungen statt, Parodontalbehandlungen, Zähnebleaching und Kieferorthopädiebehandlung. Das Schöne hier an dem Zimmer ist, und das zeige ich mal ganz kurz, der Blick auf die Eigelstein-Torburg und auf den Platz davor. Im Sommer ist das ein absoluter Traum. Hier noch was ganz Tolles. Das hier ist unser Gerät quasi für die professionelle Zahnreinigung. Ein Airflow-Gerät, was sehr sanft und mit wohltemperiertem Wasser reinigt. Habe ich das richtig gesagt, Dagmar? Ja, ganz genau. Danke. Okay, so, dann sind wir schon fast am Ende. Hier waren wir schon. Ich nehme euch nochmal hier mit hin. Hier haben wir nochmal rückwärtige Bereiche hinter der Tür gelegen, wo wir Büros haben, Umziehräume, ein eigenes Dentallabor mit einem Meister, wo wir alles, was wir selber nicht hier digital herstellen können, anfertigen können, sodass wirklich alles hier im Haus, wir versuchen alles im Haus darzustellen. So, was ja für den Patienten auch sehr, sehr angenehm ist, weil wir sind die einzigen Ansprechpartner dann dafür. Hier können die Patienten sich einen Kaffee nehmen, sich mit Getränken versorgen, sich hier hinsetzen, in der Zeit, wo sie auf die Anfertigung ihres Zahnersatzes warten oder wenn Patienten mit Familie kommen, kann der eine Teil hier schon mal warten, während der andere noch behandelt wird. Hier stehe ich oft mit meinen beiden angestellten Zahnärztinnen. Wir besprechen Patientenfälle hier, gucken mal, ob es andere Lösungsansätze gibt, als die, die einem selber vorschweben. Also das ist hier ein netter Raum, auch im Sommer, wirklich hier scheint die Sonne rein, ist einfach eine richtige Wohlfühlatmosphäre. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt alles gesehen, was zu sehen ist. Freue mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen können. Ihr könnt auf der Homepage online Termine buchen. Das bieten wir an. Und wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen sind, sonst freuen wir uns. Wir sind per E-Mail erreichbar. Wir sind per Telefon erreichbar. Oder kommt einfach vorbei, ihr wisst, wo es ist. Hier noch ein letztes Schmankerl. Ich bin ganz großer Stones-Fan. Die Jungs mussten hier hängen, Keith und Mick, mit ihren schönen Lachen und dem großen Zähnen. Hätte auch von uns sein können. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.